Ich habe keine Munition mehr. Und das ist halt das Problem in dem Spiel. Das ist halt das Problem in dem Spiel. Gib mir was essen, mein Freund. Und du gehst mal ins Bett. Ist die Kleine denn hungrig? Ja, nur. Sie ist nur hungrig. Okay. Hat schlecht geschlafen? Wahrscheinlich, weil sie nicht bei. Nicht bei ihrer Tochter geschlafen. Was habe ich denn? Wahrscheinlich, weil er nicht bei seiner Tochter geschlafen hat. Komm her, Iskra, du quatsch jetzt mal mit deinem Paps. Schlecht geschlafen, ja okay. Dann schläft er ab heute wieder bei seiner Tochter. Oder mit seiner Tochter im Bett, so. Natürlich nicht schön, ne? Was willst du machen? Gut, 3 Portionen habe ich noch. Ich brauche Fleisch und Gemüse. So langsam, muss ich sagen, wird es jetzt eng. Ich komme also noch ungefähr 3 Tage hin. Mit dem Zeug, was ich hier gefunden habe. Danach sollte ich explizit mal dafür sorgen, dass ich hier. Was wollte ich aufwerten? Ist die Werkbank? Oder wollte ich irgendwas herstellen? Ich glaube, ich wollte irgendwas herstellen, ne? Nee, ich wollte nichts herstellen. Oder wollte ich was herstellen? Wollte ich die Werkbank aufwerten? Nee, die wollte ich nicht aufwerten. Dann habe ich denn Material gesucht. Wofür brauchte ich denn das ganze Material gerade? Ich wollte doch irgendwas aufwerten. Den Garten. Ich wollte den Garten aufwerten, genau. Und dafür fehlt mir dieses UV-Dings. Nee, da. Und dieses UV-Dings kostet mich 4 Teile. Dann habe ich die Teile nicht mehr für den Garten aufzuwerten. Ich bin ausgeschlafen, das heißt, ich kann mal hier unten hingehen. Habe ich denn noch eigentlich? Ich müsste doch eigentlich noch haben, oder? Nein. Natürlich habe ich den nicht mehr. Deswegen kann ich auch nicht mehr aufwerten, ne? Nee. Nee, es gefällt mir gerade alles nicht. Was habe ich denn noch übrig? Hier von diesen Drehzigaretten habe ich noch. Das reicht nochmal für heute. Da muss ich keine neueren herstellen. Gut, da stelle ich nochmal was ein. Er pafft sich gerade wieder eine. Und ich habe gesehen, dass ich hier hinten noch was zerschlagen kann. Nämlich das da. Müsste fertig sein. Das heißt, ich hole mir jetzt hier das Brennholz. Dann habe ich das nämlich auch vernichtet quasi. Ich war zwar meine eiserne Reserve für den Winter, aber ich nehme es jetzt mit. Weil im Winter kann ich immer noch zu den anderen Orten gehen und da irgendwelche Möbel zerkloppen oder so. Gut. Das haben wir. Dann gehe ich jetzt hier wieder hin und stelle mir mal ein Sägeblatt her. Man ist auch fertig.
Wie sieht es denn mit Alkohol aus? Mir fehlt da Zucker für. Zucker müsste ich also mal wieder mitbringen. Ich muss mal unbedingt eine Lootung machen und wieder woanders hingehen. So, Schüppchen wollte ich mir herstellen, ne? Braucht aber auch Sägeblätter. Das heißt, ich mache mir zwei Sägeblätter. Und dann geht mal ans Funkgerät, würde ich gerade mal sagen. Und mal gucken, was so geht, ne? Wir hatten einen Temperaturstieg in der Nähe. Ah, es wird wärmer. Das ist schön. Okay, es wird wärmer. Nicht zu warm, hoffe ich mal. Zu warm wäre natürlich nicht so schön. Gut, was brauche ich jetzt für das Upgrade da unten? Ich glaube, da fehlen jetzt nur noch diese... Hier fehlen noch zwei Zahnräder. Und hier würden noch 40, in Anführungsstrichen, 40 Schrauben und 4 von diesen... Das heißt, 8 von den elektronischen Teilen müsste ich... Nein, ich müsste mehr. Weil ich glaube, der Messschieber kostet mich auch noch. Messschieber sei schon. Mixer, glaube ich, ist das, ne? Hier fehlen nur 4 von den elektronischen Teilen. Dann könnte ich den Garten aufwerten. Dann könnte ich mir Gemüse anbauen. Was kostet denn dieses Ding? Auch 4 von... Es kostet alles 4 von den elektronischen Teilen. Schwierig, schwierig. Du hast schlecht geschlafen. Komm, dann legst du dich ins Bett. Ja, und der Tag ist für mich eigentlich schon wieder gelaufen, weil zu tun habe ich gerade nichts mehr. Dann könnten die uns eigentlich mal auf die Nacht vorbereiten. Ich sollte gucken, dass ich eine Menge Lebensmittel. Ich soll mal gucken, dass ich mal Lebensmittel wieder rankarre. Etwas Lebensmittel. Eine Menge Materialien, etwas Waffen, etwas Teile. Eine Menge Waffen. Etwas Materialien, eine Menge Waffen. Ja, das sind die Teile, die ich unten drin gelassen habe. Da hätte ich dann zumindest die Lebensmittel für uns. Etwas Lebensmittel. Gefällt mir alles nicht. Ich meine, ich habe ja die Befürchtung, dass diese Menge Lebensmittel, die große Menge Lebensmittel, dass ich die stehlen muss. Das ist die Befürchtung, die ich habe. Dass ich die nicht aufsammeln kann. Komm, wir gehen zum Krankenhaus. Nehmen das Brecheisen mit. Brauche ich ein Sägeblatt? Im Krankenhaus.
Glaube nicht, ich brauche nur ein Brecheisen, glaube ich. Auf geht's. Volles Risiko. Wir brauchen Lebensmittel. Ich möchte Lebensmittel finden. Und Materialien. Das, was wir mitnehmen können, nehmen wir mit. Freund oder Feind? Wenn ich jetzt nicht durchkomme, ne? Ich mache keinen Unsinn. Alles gut. Ich mache nur den Müll weg hier unten. Oh! Dose Futter. Super. Das hilft auch. Das hilft auch, ey. Okay, dann haben wir zumindest nicht alles. Und da seht ihr. Fängt schon an. Ah, trotzdem. Trotzdem zweimal Gemüse, einmal Dosenfutter. Das geht schon. Bringt uns auch ein paar Tage weiter über die Runden. Ne? Ah, dreimal Futter. Sehr gut. Dreimal Futter. So, man kann die irgendwie austricksen, weil... Wenn ich die jetzt austricksen will... Um das Material zu klauen... Boah, ach du Schrecken, ey. Kinderabteilung? Nein! 34 Patienten, 32 Tote, 2 Verletzte. Boah. Oh ja. Das ist aber echt so. Die Kinderabteilung ist echt beschissen dran, ey. Nur mit dem Doc könnte ich jetzt handeln. Der könnte mich jetzt hier quasi gesund pflegen. Aber ich brauche keine Hilfe, weil mir geht's gut. Ich würde lieber nochmal irgendwie so ein Dings finden, wo ich was mitnehmen kann, so wie da unten. Aber ich muss mir auch nicht hier irgendwie Rücksicht drauf geben, dass sie mich nicht hören sollen oder so. Da ist noch was. Da ist auch noch was. Das nehmen wir alles mit hier. So. Sehr gut. Und da ist schon wieder Privateigentum. Aber gut, wir haben jetzt hier wieder 30 Schrauben, 16 Holz. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Ich gehe jetzt mal kurz in die Ebene tiefer, um zu gucken, ob da noch was ist. Da ist der Doc, mit dem kann ich handeln. Gucken, was der so hat. Das ist alles? Ich kann mit dir nur um Essen handeln und da würdest du nur Zucker geben? Nee, der hat nichts für mich. Hier unten war ich schon, glaube ich, ne? Ja, da kam ich her. Dann gehe ich hier mal nach oben. Ich muss eine Ebene höher, glaube ich, noch, ne? Ja. Vielleicht habe ich hier Glück und, da hinten ist noch was. Alles nehmen. So, ich wäre voll. Quasi. Ich kann auch ein bisschen was Kleinzeugs aufnehmen, aber ich habe zumindest wieder ein Fleisch, zwei Gemüse gefunden. Nur reingucken. Nur Abfall und Schmutz, nichts drin. Wäre ich jetzt hier nicht so hochgepoltert, hätte ich die Dinge noch aufbrechen können. So ist es natürlich blöd. Irgendwo noch was ausgelassen. Technisch also habe ich alles aufgemacht. Ne, ich müsste überall drin gewesen sein. Ne? Schläft. Die sehen das nicht. Brauche ich nicht. Warte mal,
Ja, komm, reicht. Scheiß drauf. Hier ist ja keiner. Oder liegt da einer? Doch, da liegt einer. Okay, hier sind nur Pillen drin. Pillen brauche ich aber nicht. War da unten was drin? Nee, ne? Ja, nichts mehr drin. Da komme ich nicht ran. Der schläft wieder. Die bräuchte ich, aber da habe ich keinen Platz mehr für. So, und hier in den Schränken sind meistens so die Arzneimittel drin. Also die wirklich wertvollen Arzneimittel. Habe ich mir damals, ich weiß nicht, ob es bei mir verbuggt war damals. So wie jetzt mit der Deckgröße quasi. Aber, passt das? Oder ist der vorher hier? Ich wollte nur mal aufmachen und reingucken, was ist ja immer wichtig. Hier. Oh! Die Gitarrenteile würde ich schon liebend gern mitnehmen. Also, dann nehme ich das Fleisch und die Gitarrenteile mit und dann renne ich zum Ausgang. Weil dann kann ich mir eine Gitarre bauen. Dann können die mal ein bisschen Gitarre zupfen. Ich hoffe, das war jetzt keine falsche Entscheidung. Ich habe nur ein Fleisch geklaut. Kommt, ich habe das ganze Medizingedöse da hinten lassen. Das wird doch wohl gehen, oder? Tag 13. Und? Wie gut, dass ich noch Bandagen da habe. Aber ihr Lieben, ich bedanke mich. Die Aufnahmesession halte ich dieses Mal etwas kürzer. Ich werde demnächst nochmal versuchen aufzunehmen, wenn meine Stimme wieder ein bisschen besser ist. Mir kratzt gerade nur noch der Hals. Ich muss mir jetzt alle paar Sekunden was trinken. Und ja, wir sehen uns dann quasi in der neuen Aufnahmesession wieder, wenn ich dann die Folgen bis zu 16 voll machen werde. Also bis zu Tag 17 Anbruch. Ich glaube, ich habe jetzt erstmal ein paar Folgen für ein paar Tage. Ich hoffe, dass es mir dann besser gehen wird. Bis dahin verabschiede ich mich. Wir sehen uns dann in 2 Tagen zur nächsten Folge wieder in einer neuen Aufnahmesession. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.